Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute geht es weiter mit der Ritter- und Fantasy-Welt. Modul Nummer 2 für die Ork-Minifiguren ist fertig. Heute werde ich euch das Ganze vorstellen und dann gibt es noch die Planung, wie es da mit der ganzen Welt noch weitergeht. Da werde ich euch heute ein paar Details darüber erzählen, was ich da vorhabe. Und natürlich eure Wünsche und Vorschläge könnt ihr da gerne in die Kommentare schreiben. Dann geht's hier los. Ich zeige euch das Ganze in der 360-Grad-Drehung. Also hier entsteht eine Sumpflandschaft. Ich hoffe, das kann man wirklich gut erkennen. Dann sind hier kleine Details mit eingebaut. Hier ein Frosch auf einem Totenschädenloch. Ich wollte auch kleine Farbtupfer noch mit reinmachen, dass es einfach nicht so eintönig aussieht. Aber so stelle ich mir ein Orklager vor. Also eine Sumpflandschaft, eine Einöde sozusagen, wo die Orks leben. Und ja, das sind noch Tiere natürlich mit dabei. Alles giftige Tiere, Schlangen, Spinnen und so weiter. Und das Ganze habe ich natürlich auch noch gemacht, um irgendwie noch Farbe in das Ganze reinzubekommen, dass man noch ein paar kleine Farbtupfer mit dabei hat, ein paar kleine Stories, dass hier der Ork den Skorpion jagt und so weiter. Also ja, das Ganze noch mit dabei. Mit der Sumpflandschaft wird es auch hier demnächst weitergehen. Was ich da noch vorhabe, das Ganze zeige ich jetzt mal hier aus der Vogelperspektive. Dann haben wir hier das Ganze aus der Vogelperspektive. Mock Nummer 1 habe ich euch ja schon vorgestellt. Das Ganze dann hier mit Erweiterung. Ich habe es jetzt mal hier farblich markiert, was ich vorhabe. Einmal hier fangen wir auf der linken Seite an. Die blaue Platte, da habe ich vor, einen großen Wachturm hier zu bauen. Hier, dieser Baum wird nochmal ausgepflanzt. Hier gibt es ein kleines Lager- oder Dorfzentrum mit Grillplatz dann natürlich. Also, und da habe ich dann vor, hier auf der weißen Platte entweder links oder rechts, damit man da irgendwelche Stallungen für Dinos macht. Denn ihr wisst, der Orks reiten auf Dinos, also, und dann braucht man auch irgendwas, wo man die Dinos dann unterbringt, bevor man da in die Schlacht reitet. Und hier wird der Sumpf weitergebaut. Also hier habe ich vor, dass wir hier noch eine kleine Sumpflandschaft machen. Dann kommt hier eine Hütte für einen Ork-Schamanen hin oder so irgendwas. Also das schwirrt auf jeden Fall in meinem Kopf rum. Da muss ich nochmal ins Legoland gehen, weil meine Teile sind natürlich auch schon wieder ausgegangen. Ich habe von manchen Teilen viel zu wenig mitgenommen. Also hier gerade diese Pizza-Ecken, nehme ich sie einfach mal. Die waren schon eigentlich beim ersten Mock ziemlich verbraucht. Also wie gesagt, da habe ich viel zu wenig mitgenommen. Da hätte ich viel mehr mitnehmen müssen. Und ja, da lasse ich mich einfach im Legoland nochmal inspirieren, wenn ich das nächste Mal hingehe. Zum Thema Legoland, da habt ihr es auch in die Kommentare geschrieben, wann ich das nächste Mal wieder ins Legoland gehe. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Eigentlich hatte ich es vor, dass ich da demnächst mal wieder hingehe. Aber ja, ich muss erstmal nochmal schauen, weil wenn es keine guten Minifiguren da gibt, dann habe ich da auch wirklich keine Lust eigentlich hinzugehen. Ich glaube nicht, dass gerade Ritter Minifiguren hat. Falls es welche hat, falls gerade wieder eine neue Lieferung gekommen ist oder falls die Lieferung die letzte noch nicht verbraucht sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Also da würde ich mich dann einfach danach richten, wann es da mal wieder coole neue Teile gibt. Also die letzte Lieferung habe ich ja irgendwie knapp verpasst. Da bin ich wegen den Juni-Neuheiten bin ich da ins Legoland gegangen. Da dachte ich auch, dass dann mit den Juni-Neuheiten, dass dann auch wieder die Lagerbestände bei dem Minifiguren-Atelier und so weiter aufgefüllt werden. War nicht der Fall. Es war eine Woche danach, ist dann wieder aufgefüllt worden. Aber ja, da bin ich dann dazwischen dann doch zu weit weg des Legoland, dass ich da jede Woche da irgendwie hinfahre. Von dem her lasse ich mir da jetzt noch etwas Zeit. Legoland Dänemark ist tatsächlich für dieses Jahr wieder geplant. Also ich wollte unbedingt nochmal hingehen, weil mir es tatsächlich da sehr gut gefallen hat, weil es nochmal was ganz anderes ist wie Legoland Deutschland. Da werde ich euch auch nochmal auf dem Laufenden halten. Also für diesen Sommer habe ich es auf jeden Fall geplant. Da gibt es dann auch nochmal alles zum Legoland Dänemark. Da könnt ihr mir dann auch nochmal in die Kommentare schreiben. Also ja, da wird es noch separate Videos geben. Das müsst ihr jetzt noch nicht machen. Aber ja, was ihr vielleicht vom Legoland Dänemark sehen wollt und welche Wünsche, dass ihr da welche Videowünsche ihr habt. Aber wie gesagt, da wird es auf jeden Fall noch Videos dazu geben, das werde ich noch mal ankündigen, braucht ihr jetzt noch nicht machen. Für die Ork Minifiguren bzw. für die Fantasy Welt habe ich euch jetzt mal meine Ideen gesagt und ihr könnt mir gerne jetzt hier in die Kommentare schreiben, welche Wünsche, Vorstellungen ihr für die Ork Minifiguren bzw. für die Fantasy Welt habt und ja, da lasse ich mich dann überraschen, was da für Kommentare kommen und werde natürlich gute Kommentare bzw. alle werde ich natürlich lesen und ja, wenn sich manche Kommentare mit meinen Vorstellungen dann auch decken oder wenn es tatsächlich richtig coole Kommentare sind oder Vorstellungen, die ihr da habt, dann werde ich die natürlich selbstverständlich dann auch in meine Welt integrieren. Das war's dann mit der heutigen Update-Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare. Sagt dann für dieses Video vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!